Einen schönen guten Morgen aus Wellington. Wir sind jetzt hier schon seit einer Woche, sind aber nicht richtig zum Vloggen gekommen. Wir haben heute einiges vor. Wir haben auch schon ein bisschen was erkundet, wissen so, wo ein paar coole Plätze und Orte sind in Wellington. Heute werden wir das Ganze mal filmen. Und ja, wir fangen an jetzt frühstücken zu gehen im Maranui Café. Hier gibt es angeblich, habe ich mich belesen, den besten Kaffee in Wellington. Das testen wir mal aus. Dann werden wir nochmal direkt in die Stadt reinfahren, ein bisschen am Hafen entlang gehen. Ich will gerne zum Friseur gehen heute. Wir wollen nochmal einen Bank-Account eröffnen. Also wir wollen das Ganze nochmal probieren. Wir hatten es in Auckland ja schon mal probiert. Da hat es nicht ganz funktioniert. Jetzt haben wir alle nötigen Unterlagen und ja, haben einen festen Termin. Und dann wollen wir eventuell nochmal zum Veta Workshop Studios, wo Herr der Ringe produziert wurde. Das gucken wir uns heute an. Und ihr seid mit dabei. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. I can't take it. Neuseeland und auch weltweit bekannt ist für den besten Kaffee, haben wir uns mal schlau gemacht, wo es denn in Wellington direkt den besten Kaffee gibt. Und da kam halt dieses Maranui Kaffee raus und deswegen haben wir das direkt probiert. Liegt quasi auch direkt vor der Tür und ja, der Kaffee, der schmeckt echt mega gut. So, wir sind jetzt in die City gefahren. Das sind ungefähr 15 Minuten von unserem derzeitigen Airbnb. Wir haben uns ja hier wieder für 14 Tage ein Airbnb gebucht und sind dort bei ganz, ganz netten Gastgebern. Das sind zwei Männer, die da ja, wie in so einer WG wohnen. Da wohnen noch zwei andere mit drin. Und vorgestern hatten wir ein Barbecue. Da wurden wir eingeladen. Das war das erste für die hier. Der Sommer beginnt ja hier erst und ja, das haben sie zumindest gesagt, extra für uns veranstaltet. Sind noch ein paar Freunde von denen gekommen und ja, es gab leckeres neuseeländisches Essen und man konnte sich mal gut unterhalten. Es ist sehr schwierig, sich mit denen zu unterhalten bzw. die zu verstehen, weil ja, das neuseeländische Englisch ist sehr, sehr anders und vom Dialekt halt ein bisschen schwer zu verstehen, aber trotzdem. Die waren total nett, haben uns ganz, ganz gastfreundlich behandelt und ja, wir fühlen uns sehr wohl, bleiben da jetzt noch eine Woche. Wir gehen jetzt in die Stadt rein und haben jetzt um 1 einen Termin auf der Bank, weil wir nochmal ein Bankkonto eröffnen wollen, wie schon bereits erwähnt. Und ich gehe zum Friseur und wir gucken uns noch ein bisschen was an. Heute ist wieder super Wetter hier und ja. Yeah. Übrigens das Te Papa Museum. Das bekannteste Museum in ganz Neuseeland und ja, gleichzeitig das Nationalmuseum. Das haben wir schon ein paar Mal besucht. Das ist so riesig, dass man das gar nicht an einem Tag schafft. Aber das Gute ist, es ist kostenlos. Und ja, bekannt dafür, dass es mega, mega interaktiv ist. Also man geht nicht einfach nur rum und guckt sich irgendwas an und liest sich durch, sondern man kann extrem viel ausprobieren. Man hat einen Erdbeben-Simulator, verschiedene Videos, die man steuern kann, indem man irgendwas tippt oder so. Und ja, das ist richtig, richtig gut gemacht. Unsere Gastgeber vom Airbnb meinten übrigens, dass die ganze Zeit schlechtes Wetter war in Wellington. Als wir ankamen, wurde es schön. Und wenn wir dann Samstag wieder abreisen, soll es wieder schlecht werden. Und schön heißt wirklich so richtig schön. Also es ist ganz selten, dass im Dezember so, so hohe Temperaturen hier sind. So wenig Wolken. Ja, das ist echt richtig, richtig toll hier, das Wetter. Hey, cause girl, I like you. Hey, hey, hey. Here comes the time. Hey. The time. Hey. Raven will grab your
So, wir haben jetzt innerhalb von ungefähr einer Stunde unseren Bank-Account eröffnet und haben eine Steuernummer beantragt, beziehungsweise haben die jetzt auch schon... Ne, wir haben die beantragt und bekommen die noch zugeschickt. Wären jetzt quasi bereit, arbeiten zu gehen, wenn wir wollen, was wir ja noch vorhaben. Ja, das geht hier total unkompliziert. Also wie gesagt, es hat jetzt vielleicht eine Stunde gedauert, mussten ein paar Formulare ausfüllen, haben unsere Kreditkarten bekommen und ja, das war's. Ja, was in Deutschland jetzt so 2-3 Wochen dauern würde, hat hier eine Stunde gedauert. Wir haben das Ganze bei der Kiwi Bank gemacht, weil wir da online auch gelesen haben, dass das Unkomplizierteste ist und ja, wir können das bestätigen. Ja, jetzt geht's was essen. Wir gehen jetzt zu den Veta Studios. Ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt. Veta unterteilt sich in verschiedene Firmen. Da gibt es Veta Workshop, Veta Digital und so weiter. Und die sind auf jeden Fall alle dafür zuständig, dass Visual Effects gemacht werden, dass Requisiten hergestellt werden. Und ja, wurden ganz groß bekannt durch halt die Herr der Ringe Filme. Hier wurden alle Requisiten, alle Figuren erstellt, alle Charaktere animiert. Der Film wurde hier geschnitten, also ja, im Prinzip wurde hier der komplette Film produziert. Hier in der Gegend gibt es auch Filmstudios, wo die ganzen Studioszenen halt gedreht wurden oder relativ viel. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir wissen noch nicht, was wir für eine Tour mitmachen. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Wir haben jetzt die Tour hinter uns gebracht im Veta Studio und ja, wir durften dort leider nicht filmen und nicht fotografieren, deswegen konnte ich dort leider nichts aufnehmen. Was ihr jetzt hinter mir seht, ist auch nicht mehr das Studio, sondern wir sind jetzt am Flughafen von Wellington und ja, hier sind überall solche Modelle aus dem Film Herr der Ringe und der Hobbit aufgebaut in riesengroßer Ausführung. Anschließend sind wir noch zu den Stone Street Studios gefahren, direkt in der Nähe von dem Veta Cave. Und ja, dort werden die ganzen Filme gedreht. Also das sind die riesengroßen Filmstudios, wo man, ja, wo die Filmemacher dann ihre Sets aufbauen. Aktuell war da nichts los. Wir haben aber erfahren von den Mitarbeitern von Veta, dass aktuell die neuen Avatar-Filme hier gedreht werden. Das heißt 2, 3, 4 und 5. Also es werden direkt... Nee, warte mal. 2, 3, 4 und 5. Genau. Es werden 4 neue Avatar-Filme gedreht zur gleichen Zeit. Hier in Neuseeland. In den Stone Street Studios. Und die Aufnahmen werden ja, hier in Kürze beginnen. Denn aktuell werden schon die Requisiten dafür angefertigt und die Figuren und alles erstellt. Und ja, das war sehr interessant zu hören. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that. I can't take it.